Spaß. Ja, okay. Ist ja einfach super. Wow, es ist irgendwie komisch. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Storm. Heute spielen wir wieder Craft Attack. Und ich habe hier ein bisschen Schönes gebaut. Ich finde es selber sehr schön. Und heute habe ich jetzt erstmal für euch die Timelapse vorbereitet. Und ich würde sagen, nach der Timelapse starte ich jetzt auch eigentlich, was ich heute eigentlich wirklich mache. Ich zeige euch, was wir heute gemacht haben, und für das habe ich sogar extra meinen Shader angemacht und Better Gras. Ich finde es einfach so schön. Gönnt euch mal das. Diesen Shader hat mein Bruder von mir mal vorgeschlagen, und deswegen schaue ich dann, wenn man meinen Discussion dann nutzen kann, dann kann man auch hat. Schaut dann gerne vorbei, lasst ein Abo da. Vielleicht wird auch zu seinem ersten Video eine Reaction hochladen. Aber darum soll es auch heute nicht auf mich gehen, ja. Die Eisenfarm, die ich nie gebaut habe. Muss ich doch nicht verabreißen, da sehr viele Eisen drin ist. Aber die ist halt nicht mehr da, aber ich weiß nicht. Was ich eigentlich gebaut habe und warum auch den Schädel ich an habe, liegt eigentlich daran hier, dass wir hier ein schönes Startbeet haben, wenn man hier reinkommt. Da war davor noch nicht da. Habe ich gebaut.
Da aus eigentlich auch nur einen Grund. Und das Keycard, also das Code-System habe ich auch reingebaut. Ich wollte nämlich das Keycard-System nicht mehr. Aber braucht man sehr schnell zu sein. Das habe ich, auch mit Absicht so reingemacht, dass man sehr schnell sein muss. Du machst dich auch noch. Mhm. Da hier habe ich unten unser Zeug. Ich finde diese Lava-Effekt voll schön. Und eigentlich alles hat sich nicht verändert. Bis auf was das, was ich in der Timeless gesehen habe. Darum soll es nämlich heute auch gehen. Heute bauen wir nämlich hier. In der Timelapse habe ich ja das hier gebaut. Aber heute bauen wir es hier fertig und es ist hier schon so viel oxidiert. Das ist voll schön. Hier sind ja mehrere Etagen. Ich habe mir überlegt, wir bauen hier ein Gewächshaus rein. Hat auch seine Gründe, da mein Essen langsam ausgeht und ich habe keinen Bock, immer Kartoffeln und so zu holen. Außerdem brauche ich auch mehr Netherwarzen, damit ich bald auch ein Trankding, mehrere eine Trankstation bauen kann. Da habe ich auch noch oft geplant. Und das hier ist hier mit Launenfaltung gemacht. Ich habe hier geplant, dass sie das hier, dieses ganz gläsern mit so einem ähnlichen Blauton wie hier machen und das hier dann auch. Und die nicht die Dings ja auch ersetzen. Also habe ich eigentlich sehr viel noch geplant. Hier noch zu ändern. Hier möchte ich das auch noch komplett machen. Holzwasser, oh mein Gott. Ich habe den Shader gestern mit meinem Bruder installiert, weil wir nach weil wir das mit einem Video einfach vorgeschlagen bekommen haben. Oh, ist einfach so cool. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, ich hole noch ein paar Gegenstände, dann würde ich sagen, bauen wir an. Ich fange mit einfach ganz normal, würde ich sagen, danach bauen wir es irgendwann mit einer Time. Also was macht er da? Ach egal. Wir bauen sie auf jeden Fall das Zeug. Mhm. Ey! Das ist ja auch fies. Was? Was ist denn? So. Oh, das habe ich nicht verbaut. Wie schon gesagt, Timelapse deswegen. Genau aus diesem Grund, wenn ich mich verbaue, dass es dann wieder Zeit braucht, dass ich es wieder abgebaut habe. Also ich kann es mir dann am Ende schon nice vorstellen. Ich würde sagen, wir bauen mal los. We'll be right back.
habe das jetzt echt schon erledigt, aber ich muss jetzt noch der Deutschen von seinen Dekorationen nehmen. Und dann... Wie kann man das nennen? Gewächshaus? Gewächsgebäude? Oder so, auf jeden Fall. Weil ich möchte hier... Perfekt. Hier mit den ganzen rote Beete, was sich hier rauskommt. Und ich kann ja eigentlich ein Craft-Interview einstellen. Wäre eigentlich auch eine gute Idee. Möchte ich eine Suppe machen, damit wir ein bisschen Dekoration machen können. Warum wir Dekoration brauchen. Ja, es sieht ihr einfach hier, warum Dekoration eigentlich ganz gut ist. Ja. So. Hier haben wir auch die rote Beete-Suppe, die auf Englisch die Beetroot-Suppe. Und jetzt gehen wir hoch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr für dieses Video ein Abonnement da lässt oder ein Like. Würde mich sehr freuen. Und dann aktuell. Wir haben hier 26 Abos. Seit den 20 Abonnenten. Es ist nicht mal ein Monat oder so. Ja. Haben zwar schon länger, aber wollte ich nur noch mal drauf ansprechen. Davon kann ich auch hier einpflanzen. Das ist eigentlich cool, dass ihr hier gebaut habt. Ich bin richtig stolz. Das ist ein bisschen eindeutiger aussieht. Ich muss mal gucken, wie viel hier unten schon gewachsen ist. Okay. Das ist schön. Ja, hier unten. Da kann ich auch die süßen Beeren hier weiter nutzen. Also 100%ig ordentlich. Und ich wollte noch ein Crafting Table hochstellen. So, wo kann ich mal mit dem noch ein bisschen hinstellen? Hier? Oder hier? Jetzt muss ich jetzt überlegen. Ich würde sagen, wir platzieren einfach in den Tisch rein, dass wir gar nicht hochkommen können. So. Und das hier weg. Und die eigentlich kann ich auch die lassen. Boah, wie wächst das? Das ist wirklich schön. Also das ist perfekt, jetzt haben wir auch das komplette fertig. Das ist. Kann man das essen? Hier würde eigentlich noch ein Stuhl fehlen, aber es tut so, als ob ich eigentlich nicht zum Stehen hier gedacht. Was ist mit meiner Stimme los? Ich mache einmal eine Woche weniger Videos. Was ich schade finde am Shader, das ist oder ist es vom Texture Pack? Ich glaube auch nicht. Nee, es ist vom Texture Pack. Das ist hier so aussieht wieder hier. Irgendwie schade. Ja, bin ich auch schon hier. Das war's in der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nicht geschehen. Und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Darum sage ich euch Ciao und wir sehen uns beim nächsten Video.